auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Go ahead, please. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Und wenn Russland einen so vernichtenden Schlag versetzen, dass er alles rettet, Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China. Don't ask me. Ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. I'm telling you, I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question. Please go ahead. Okay, anybody else? Please, go ahead. No, it's okay. We're going ahead. Next, please. Sie werden saufen in ihrem eigenen Blut. I did, and you didn't respond, and now I'm calling on the young lady in the back, please. Okay. Ladies and gentlemen, thank you very much. Appreciate it. Thank you very much. Dieser Versager, dieser Schmarotz. Ein paar Vanille Faulpelz. Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Die braucht eh keiner mehr. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! Fegelein!